Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi Blog. Und heute mal wieder bei Koi Bauer. Ich war mal wieder in Bayern und habe auch jede Menge Verpflegung bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und zwar möchte ich euch heute die Anlage im Jahr 2022 zeigen. Und ich muss euch sagen, ich bin mal wieder ein bisschen sprachlos. Das hört sich vielleicht im Video jetzt nicht so an, aber vor Ort sind das doch schon ordentliche Massen an Koi und vor allen Dingen auch wirklich tolle Koi, große Koi und vor allen Dingen auch unglaublich viele Varietäten, die es hier bei Koi Bauer vor Ort zu erwerben gibt. Und da gibt es in über 50 Becken mehrere tausend Fische und das ist halt schon echt eine Hausnummer. Solche Anlagen gibt es in Deutschland und mit Sicherheit auch in Europa nicht wirklich viele. Und wir werden heute mal so ein bisschen gemeinsam Rundgang durch die Anlage machen und später auch noch mal ein paar Fische in die Wanne setzen, sodass man sie genauer betrachten kann. Aber ich denke, so ein bisschen Überblick über die Anlage ist auch mal ganz schön, denn das Ganze ist ja quasi schon eine Teichlandschaft, die man hier kreiert hat auf verschiedenen Ebenen. Und hier der große Showpond, wo auch wirklich dicke, große Koi drin schwimmen. Da ist auch so eine krasse Poolüberdachung drüber. Und es wird auch tatsächlich als Pool genutzt. Und wenn ihr da mal reinschaut, da sind schon richtige Kracher drin. Aber das ist nicht das einzige Koi-Haus und ich habe für euch auch mal ein bisschen auf die Preise neben dem Becken draufgehalten. Ich denke, das ist auch mal ganz interessant, dass ihr wisst, über was wir hier reden, wenn ich euch die Fische im Video zeige. Wirklich Varietäten ohne Ende und auch Qualität ohne Ende. Und das Ganze geht hier bei 99 Euro los. Das sind die günstigsten Fische, die es hier vor Ort gibt im Jahr 2022. Und davon gibt es natürlich auch mehrere Becken, sodass die Auswahl wirklich toll und umfangreich ist. Hier dann ein Becken mit Sichtscheibe, sodass man die Fische auch ein bisschen von der Seite sehen kann. Auch das finde ich immer sehr interessant. Nicht nur der einzige Grund, warum ich zu Hause auch so eine Sichtscheibe habe. Sehr schöne Deutz-Varianten vor allen Dingen, die es hier bei Koi Bauer gibt. Auch viele Goshiki, auch für mich überraschend, wirklich viele Goshiki gibt es hier bei Koi Bauer. Auch in verschiedenen Farbschlägen, dunklere, hellere und einige wirklich brachial große Findlinge. Die gibt es ja auch, die das ganze Ambiente schön abrunden. So, wollen wir doch mal ein bisschen reinstarten, mal so ein paar Koi ein bisschen näher betrachten. Und das Ganze starten wir hier im Showpond. Und zwar hier ein wirklich super geiler Kohaku, der auch echt schon groß ist. Qualitativ sehr hochwertig und auch toll gezeichnet. Gleich danach ein Deutz Showa. Auch hier wirklich extrem gute Farbabgrenzung. Auch das Tier mit einem sehr tollen Body. Wirklich sehr, sehr schöner Koi. Dann haben wir hier einen Tancho Showa. Ja, der ist noch ein bisschen gräulich. Mir persönlich gefällt das sehr gut, wenn der Schwarz noch nicht so ganz durchgedrückt ist. Denn er hat ja noch Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann haben wir hier einen Kogane Ochiba. Auch das wirklicher Brummer. Gefällt mir echt super. Goldgelb auf einem leicht grauen Untergrund. Auch ein sehr schönes, großes Tier. Macht richtig, richtig Laune. Und dann haben wir hier einen Deutz Ochiba. Ich denke zumindest, dass das ein Deutz Ochiba ist. Den haben wir mal in die Wanne gesetzt, weil ja die Farbe obendrauf doch recht dunkel ist. In der Wanne wurde er dann ein bisschen heller. Auch wirklich sehr interessant. Ist qualitativ sehr hochwertig auch, muss man dazu sagen. Und in der Größe wirklich selten zu finden. Hier mal noch eine Wanne zusammengestellt mit verschiedenen Varietäten, gefolgt von einer zweiten Wanne aus demselben Becken. Auch hier einige Butterfly-Koi dazwischen. Auch die gibt es hier bei Koi Bauer zu erwerben. Man hat ja, wenn nicht sogar eine der größten Auswahl an Butterfly-Koi in Deutschland. Und dann rüber ins nächste Koi-Haus. Auch hier wieder einige wirklich interessante Fische. In diesem Fall Ginrin-Varianten. Und zwar Ginrin
sehr dunkle Varianten. Das ist sowas wie Black Diamond, Matsukawa Bake. In die Richtung geht das Ganze. Und hier nochmal ein sehr, sehr schöner Shusui mit einem Tanshu vorne drauf. Auch wirklich sehr saubere Haut, wirklich, also wirklich auch die Farben sehr sauber abgegrenzt. Qualitativ legt man hier wirklich sehr viel Wert auf Hautqualität. Das ist meine persönliche Meinung, das musste ich hier vor Ort feststellen. Und hier dann nochmal zwei wirklich tolle Koi, noch Tanshu Showa. Und hier dann gleich nochmal zwei Deutz-Kollegen, auch die wirklich super, super Body, muss ich schon sagen. Und letzten Endes auch hier sehr intensive Farben, das Orange knallt richtig durch. Das ist was für die Augen, das gibt es auch nicht so häufig zu sehen. Hier dann könnt ihr mal sehen, was da alles so für Fische schwimmen. Man hat die Fische auch zum Großteil ausgepreist, direkt mit Foto. Ansonsten steht es auch an den Becken dran. Das heißt, hier vor Ort werdet ihr definitiv nicht den Überblick verlieren. Und ansonsten müsst ihr einfach mal fragen. Hier bei Koi-Bauer ist wirklich sehr harmonisches und freundliches Ambiente. Und hier haben wir jetzt dann nochmal ein Goshiki und ein Ginrin Ochiba in die Wanne gesetzt. Und die waren auch wirklich nicht von schlechten Eltern. Wir holen die mal so ein bisschen für euch hoch, dass man das nochmal richtig sehen kann, wie die Farben knallen. Richtig geil gezeichnet, der Ochiba. Und ihr seht das schon, wie man die Hand mal daneben hält. Das sind schon relativ große Kollegen und vor allen Dingen in der Qualität und in der Größe, wo man das mal so zusammennimmt, sind das schon richtig, richtig geile Koi. Das macht richtig Laune. Auch mir macht das richtig Spaß, solche Fische wieder mal live sehen zu dürfen. Oh, vor allen Dingen mal in der Wanne so nah dran. Das kommt ja nun auch nicht so häufig vor. Und guckt euch das mal an, wie das knallt. Das ist der Wahnsinn. Das macht richtig Laune. Das ist Koi pur. Wenn man bei Koi-Bauer ist, darf es natürlich nicht fehlen, auch mal in das Jumbo-Haus reinzugehen. Ja, es waren schon große Koi, die wir eben zu sehen bekommen haben, aber es gibt ja noch mal deutlich größere Fische. Das sind nicht die, die hier im Becken schwimmen, sondern ihre Kollegen nebenan. Und da schwenken wir doch gleich mal rüber, denn hier im Becken schwimmen einige Fische, die deutlich über 100 cm groß sind. Also richtige Super-Jumbo-Koi, vor allen Dingen hier auch Shagoi und auch einige, die deutlich über 90 sind. Das ist wirklich ein Becken. Das ist der Wahnsinn. Da muss man mal gestanden haben. Und gerade weil es so ein Hochbecken ist und man auch so nah an den Fischen dran ist, ist das schon echt wirklich krass beeindruckend. Das sind gigantische Fische. Das kommt auf dem Video vielleicht nicht so rüber. Aber gleich werden wir noch ein bisschen füttern. Und dann werdet ihr auch mal sehen, wenn man da die Hand reinhält, was das für Dimension ist. Man kann hier die Hand sozusagen fast ins Maul komplett reinstecken. Und der Max von Koi-Bauer, der hat keine kleinen Hände, sondern das sind wirklich echt riesige Fische. Und das ist richtig, richtig geil. Wirklich so 100 cm Koi und darüber. Das ist nicht so häufig, das ist selten. Und das gibt es hier bei Koi-Bauer. Viele der Fische werden hier schon wirklich auch lange gepflegt und sind eigentlich sowas wie Haustiere geworden. Hier muss ich euch auch mal ein bisschen über das Futter von Koi-Bauer berichten. Koi-Bauer vertreibt auch ein eigenes Futter unter dem Namen Kampai, welches auch in der Zusammenarbeit jetzt in dieser aktuellen Rezeptur mit dem Herrn Dr. Bretzinger entstanden ist. Da muss ich auch mal ein bisschen Werbung für machen. Ist doch ein durchaus solides und gutes Futter. Und das wird ja auch ausschließlich in der Anlage von Koi-Bauer verwendet. Und ich denke, man kann sehen, dass es auch den Fischen gut tut. Man erzielt hier ein gutes Wachstum, gute Farben. Und das ist hier übrigens die Edeka-Anlage. Ja, warum sage ich das so? Weil das hier wirklich mal ein alter Edeka war. Das ist die Quarantäne-Anlage. Hier schwimmen auch noch mal einige tausend Fische, die man hier in solchen großen Faltbecken untergebracht hat. Auch die sind schon ausgepreist. Natürlich können die auch schon erworben und
reserviert werden. Aber macht ihr doch eine durchaus intensive und auch lange Quarantäne, um den Kunden Fische bieten zu können, die wirklich auf alle Eventualitäten gecheckt sind und richtig, richtig fit sind. Und wenn die dann rausgehen zum Kunden in den Teich oder auch mal in den Versand, Versand macht man hier nämlich auch, dann kann der Kunde eigentlich auch sicher sein, dass er hier wirklich top fitte Koi bekommt. Wirklich nochmal von den verschiedensten Züchtern, auch die verschiedensten Varietäten, allerdings hier in der Quarantäne natürlich nach Züchtern sortiert. Das hier ein Shinoda-Becken und hier haben wir gleich nochmal ein paar Kollegen, auch unter anderem Karashi, die wir ein bisschen füttern und auch die sind schon richtig, richtig gut drauf. Das hier sind die Kirin. Kirin von Wada ist so ein bisschen neuere Varietät, finde ich auch ganz cool. Und hier dann nochmal eine Wanne voller Goshikis, auch hier mit verschiedenen Farbtönungen, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und Goshiki wird sich auch in eurem Teich noch ein bisschen weiterentwickeln. So Leute, und während hier die letzten Fische im Video eingeblendet werden, mache ich bei dem Ganzen mal so einen kleinen Schlussstrich. Koibauer im Jahr 2022, eine der größten Koi-Anlagen in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland, also für euch auch gut zu erreichen. Und wenn ihr das interessant fandet, gebt mir doch ein Like für das Video und bei Fragen, Anregungen, Kritik schreibt es bitte bei YouTube direkt drunter. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann macht es doch einfach. Mit einem Klick seid ihr dabei, jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi. Und damit möchte ich mich nun verabschieden. Wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin Leute, ciao.